Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Thunderworld. Und heute sind wir mal wieder in unserer Base. Und ich liege mich zuerst mal direkt schlafen. Also heutiger Plan ist eigentlich sehr simpel. Ich habe hier Offcam, wo ich eigentlich auch ein Video machen wollte. Ja, was leider nicht geklappt hat. Sorry. Ja, habe ich hier diesen See gebaut und hier möchte ich hier oben über den Wasserleitungen hier ein paar Bäume wegpflanzen und hier ein bisschen Beete hinbauen, damit ich mal mit den ganzen Potatoes und so mein Essen nicht mehr Probleme haben werde. Und ich habe kurz ein bisschen ins Blick gekriegt. Außerdem werden wir noch in den nächsten paar Parts oder vielleicht heute sogar schon eine Eisenfarm gebaut. Ich habe ich schon mal ein bisschen mit mir ausgeleuchtet und hier ist von Lego Base. Ich habe ich den Highlights wieder noch nicht gezeigt. Hier oben ist der Eingang. Man kommt hier rein. Ja, mehr sieht man hier nicht. Also, das ist eigentlich ganz simpel. Doch darum würde ich sagen, fangen wir mal an mit der Timelapse. Ungefähr so habe ich es mir auch vorgestellt. Oh, ich würde sagen, es passt eigentlich soweit. Wenn es hier alles wächst über der Zeit und hier uns sehr viel neues Zeug mitnehmen. Kartoffeln können wir essen, Karotten. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr cool. Oh, ich freue mich schon richtig drauf. Zwar schon einiges davon fertig, aber ich möchte natürlich noch alles schön dekorieren. Wo ist es eigentlich auch für mich schon fertiggestellt? Wir haben hier oben sind auch noch ein paar Blumen, ein paar Blätter, hier auch noch Chocobeans angebaut. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut aus. Aber was ich vielleicht noch ein bisschen ändern würde in der nächsten Zeit, wäre hier noch ein paar mehr Bauernmehl zu platzieren, damit hier noch ein paar mehr Blumen wachsen, auch nicht nur so große, aber ansonsten für den Anfang passt es schon mal so. Nun gut, ich habe schon eine lange Zeit davon gedrückt, aber wir müssen jetzt auch mal wieder in die Mine gehen. Leute, man hört sich schon richtig Zombie-Sounds. Ich habe hier Dias gefunden und daneben einen Spawner. Und es ist ultra gut. Wir gehen mal in den Spawner rein. Oh, da muss was sofort ausgeleuchtet werden. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Kurz mal alle besiegen. Okay, wir könnten hier drin eine Mobfarm bauen. Und wir haben ein Name-Tag. Das werden wir auf jeden Fall auch für irgendwas benutzen. Aber ich würde sagen, wir machen es hier noch ein bisschen besser. Und ja. Da wir ja alle Netherite brauchen und auch haben wollen, brauchen wir eine Wolle-Farm, um die Betten zu craften. Und dann würde ich sagen, wir bauen schnell eine Wolle-Farm und suchen uns erstmal einen Spot. Okay, Leute, vom Prinzip her funktioniert die Farm schon, aber das Einzige, was da noch fehlt, ist hier Weizen, mit dem ich ein Schaf hier reindock, weil da das Schaf dann hier dann geschert wird. Was ich aber dann auch noch brauche, ist ein Glowstone, damit es auch nachts funktioniert. Aber das Erste, was ich jetzt machen muss, ist mal ein Schaf herholen. Das wird sehr lange dauern. Schaf, kannst du? Gut, Basisschaf. Kannst du einen Farbschaf aus meiner Base holen? Mach mal bitte Platz. Oder? Ich glaube, es hier hin. Tu es vorsichtig. Nein. Nein. Bleibt nicht schild. Jetzt brauchen wir noch einen Glowstone für oben und dann haben wir es. Und. Oh, das können wir nicht hier drauf tun. Ja, dann mache ich dann hier nochmal Glas und Glowstone. So funktioniert es jetzt. Okay, den Rest können wir wieder abreißen. Den brauchen wir nicht. Und jetzt muss ich halt notfalls nochmal scheren. Kurz. Bitte.